Ah ja, weil hier noch ein Kampf kommt. Okay. Bam, bam. Diese Skelette, Mann, die haben immer gar keine Chance. Das ist so traurig, Mann. Könnten einem fast leid tun. Ja, jetzt lass mal die ganzen Fässer explodieren. Das war ein Kampf, für den es sich lohnt, ein Siegel zurückzuhalten? Finde ich ja nicht so wirklich. So. Dann können wir jetzt aber hier wieder zurückgehen und durch die Tür marschieren. Und Zilla töten, nicht wahr? Ja. Das ist unser angestrebtes Ziel. Was da drin? Geld. Einfach so Geld, wie einfach immer überall Geld rumliegt. Das ist so merkwürdig. Jetzt lädt er schon wieder. Und da? Noch mehr Geld. Scharf. Und da? Noch mehr Geld. Ich bin reich. Ich habe es auch verdient, reich zu sein, verdammt. Ich kämpfe gegen eine verfluchte Dämonenapokalypse und ich bin ganz alleine. Na los, baller schon, Mensch. Sehr schön. Whisperer, I can destroy it. I can get out of this place. Maybe find Hoji. Okay. Ja, stimmt, wir brauchen ja eigentlich Hoji, damit er uns wieder an andere Orte bringen kann, nicht wahr? Also, Hoji ist ja nicht nur eine moralische Unterstützung, sondern den brauchen wir ja tatsächlich, um an gewisse Orte gehen zu können. Um zum Beispiel Enra zu töten. Ist das eigentlich auf unserer Liste? Meine Zilla ist erstmal der, den wir haben wollen. Aber wenn wir Enra töten wollen, tun wir das nur für Hoji oder tun wir das, um die Zombie-Dämonen-Apokalypse zu beenden? Das weiß ich jetzt so genau nicht. Ist Enra jemand, der sterben muss? Möglich, wa? Wen lassen wir denn da runter? My bad. Oh. Folge der Flüsterin. Ach, das war die Flüsterin. Ich habe mich eben schon gefragt, wen wir da jetzt runtergelassen haben. Das war die Flüsterin. Und was ist? Wir haben sie irgendwo hingeschmissen. Weil es ihm nicht schnell genug ging. Ah, komm schon, haut mit der ganzen Faust auf das Steuerungspult. Und was passiert denn? Der Käfig fällt runter. Ja, natürlich. Wenn man einen Hebel abbricht, dann explodiert ja auch die Maschine. Ne? Das ist genau die gleiche Logik. Ja, ist egal. Also, wir haben jedenfalls die Flüsterin darunter gelassen. Das hätte mir eigentlich auffallen müssen, dass wir schon mal unter dem Käfig der Flüsterin, die da so rumhängt, gekämpft haben. Komisch, dass uns das nicht aufgefallen ist. Oder... Eigentlich komisch, dass uns das Spiel darauf nicht aufmerksam gemacht hat. Das wäre durchaus etwas gewesen, was ich hätte wissen wollen. So, haben wir nochmal Gesundheit. So, jetzt rein hier. Müsste die jetzt nicht hier irgendwo liegen? Nee, auf der anderen Seite. Ah, schon wieder so einer. Fünf. So, komm her. Mit euch habe ich ja jetzt inzwischen gar kein Problem mehr. Wir brauchen einen Namen für die. Ich hätte es viel lieber, wenn die wirklich alle Namen haben. Aber wie soll ich denn den nennen? Ach Mist, das hat, glaube ich, nichts gebracht. Gut, nochmal nachladen. Komm her. Komm her, mein Kleiner. Ich glaube, ich will so einen als Haustier. Ich meine, wenn der zahm ist, dann könnte der einem bei vielem helfen? Ich weiß nicht. Ich rede, glaube ich, nur Käse. Und das war sogar Käse, der nicht mal irgendwie Sinn macht. Nicht mal im entferntesten Sinn. Na, komm her. Komm schon. Du hast mich sogar komplett nachladen lassen. Das ist durchaus rücksichtsvoll, aber eigentlich nicht intelligent. So. Komm her! Ah. Jawohl! Lass mal schön was auf den Kopf fallen. So ist's recht. Und nochmal. Oh! Oh, Buck. Okay, es haut ein bisschen auf den Boden. Das können wir heilen. Oh, nee, können wir doch nicht. So, aber jetzt können wir ein bisschen heilen. Jetzt ist er gegen die Wand gerannt. Okay, wäre gut gewesen, um ihn anzugreifen, aber man muss halt abwägen. Lieber heilen oder angreifen. Oder nachladen. Huh. Ja, muss man immer abwägen. Ah. Deshalb auch wieder Geduld ist wichtig. Man kann halt nicht alles gleichzeitig machen und manche Sachen dauern halt ihre Zeit. Deshalb einfach schön Geduld haben und dann sind schwere Spiele wahrscheinlich gar nicht so schwer, wie man immer denkt. Ah. Na, komm her! Ja, schön! Das geht jetzt inzwischen doch deutlich schneller als in den anderen Kämpfen. In den letzten Kämpfen. Finde ich schön, dass man diesen Fortschritt merkt. Dass man langsam wirklich stärker wird und besser wird und so eine dicken Gegner mehr oder weniger kein Problem mehr darstellen. Ha, da können wir durch. Gut. Da habe ich doch schon mal was eingesammelt, oder? Weil da ist irgendwie das Geheimnis weg. Aber es geht nach oben, also bin ich zufrieden. Wir sind ja runtergefallen, nicht wahr? Da ist nach oben immer gut. Hallo? Ha, ja, natürlich. Hier haben wir die Flüsterin runtergelassen und die ist dann da irgendwo runtergefallen, nicht wahr? Waren wir da eben oder sind wir da eben hoch? Keine Ahnung. Wo soll ich denn sowas wissen?
Hier durch? Nee, ist ja nix. Machen wir mal die... Ah, die Automaten kaputt. Meine Fresse. Fast krepiert da drin. Da können wir auch durch. Da können wir nicht durch. Hm, komisch. Da können wir aber durch. Und da ist noch Gesundheit. Verdammt, ich will doch nur auf die andere Seite. Oder können wir da durchkriechen? Nein. Beschiss. Das ist doch wohl nicht zu hoch, um da drunter durchzukriechen. Was soll das? Na gut, wir springen mal runter. Können wir nicht. Ah, okay. Da muss ich mir jetzt wirklich was anderes überlegen. Das verstehe ich jetzt nicht. Können wir da runterspringen? Nee, auch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier wieder runter. Eigentlich müsste da ja irgendwo ein Tor sein, das leuchtet, nicht wahr? Leuchtendes Tor? Irgendwer? Na? Nicht? Doch, ja? Da ist ein Durchgang. Ganz ohne Tor. Das ist eigentlich schade. Ein normaler Durchgang kann nicht leuchten. Da! Ah, sehr schön. Schön noch ein bisschen Ladegestocke und ein leuchtender Durchgang. Stop running, you stupid doll. Ja, na, wahrscheinlich hat die den Instinkt, sich irgendwo zu verstecken. Denke ich mal. Das ist wahrscheinlich das Einzige, wofür sie gemacht wurde, sich zu verstecken und in Sicherheit zu bringen. Bam! Verfluchter Mist. Jetzt muss ich wieder von meiner Lieblingswaffe Abstand nehmen. Und wieder eine scheiß Schusswaffe nehmen. Genau der gleiche Dreck wie in Dead Island. Ah, jawohl. Verdammt, Mann. Kommen jetzt normale Gegner? Oder was spawnt hier die ganze Zeit? Oh, nein, keine normalen Gegner. Immer noch nicht. Alter. Gibt's ja gar nicht. Ah. Meine Güte, war's das? Komm schon, das muss es gewesen sein. Ich will die Shotgun wegpacken. Geht's hier durch? Nee. Okay, da muss ja wohl irgendwo noch einer sein. Noch einer. Noch einer. Mann! Ist irgendwo ein Nest? Nee, eine Paralleldimension. Verdammt, kommen jetzt noch mehr von den gleichen? Ja. Das gibt es doch gar nicht. Ah, das ist. Ja gut, aber wahrscheinlich kriege ich dafür relativ viele Sterne. Einfach, weil die einen immer aufgrund der Tode der anderen sterben. Drei. Naja gut, was soll's. Bringen mir die Sterne eigentlich irgendwas? Habe ich spielerisch etwas davon? Ist das irgendein Erfolg? Und warum hatte ich noch nie 5 Sterne? Bin ich einfach nicht gut genug oder ist das unmöglich? Sagen die Perfektion gibt es nicht, es gibt keine 5 Sterne. Ich weiß nicht, keine Ahnung. 4,5 hatte ich ja schon mal. Also schon ein paar Mal. Boah, nochmal so ein großer. Mann, jetzt geht mir aber langsam die... Oh nein, mit denen auch noch. Jetzt geht mir langsam die Shotgun-Munition aus. Ah, verfluchter Mist. Mit den kleinen Rotz-Viechern. Gar nicht cool, ey. Das ist sehr uncool. Oh Gott. Ich will jetzt nicht ständig die Waffen wechseln. Wenn ich die Chance habe, den anzugreifen, dann greife ich den an. Und dann muss ich alle anderen mit der Shotgun auch bearbeiten. Das gibt's doch nicht. Oh, guck mal, ich hab ihnen die Arme abgeschossen. Dann können sie das Schwert nicht mehr festhalten. Sehr schön. Ich habe sie praktisch unschädlich gemacht. Und nochmal Energie gesammelt. Cool. Was kann man ja, ich sehe dich doch. Du bist ja nicht mal richtig unsichtbar. Das ist ja das Schwache. Weißt du, die haben so eine Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Aber dann können sie das nicht mal richtig. Also dann sind die immer so als leichter Schimmer zu sehen. Eigentlich total schlecht. Verdammter Mist. Okay, nächstes Mal entlade ich alles mit einem Schuss. Das reicht. Könnt ihr mal sehen. So, beim letzten jetzt auch noch. Na, verdammt. Ich glaube, wenn sie unsichtbar sind, sind sie unverwundbar. Oder wenn das nicht, dann kann ich leicht daneben schießen. Das will ich aber nicht. Oh! Boah! Das war ganz, ganz schlechtes Timing. Okay, komm her. Jetzt sind wir alleine. Jetzt dürfst du kein allzu großes Problem mehr darstellen. Außer du bremst einen halben Meter vor der Wand und ich komme an deinen Rücken nicht ran, weil du dich wegdrehst. Oh. Oder so. Wieder mal nicht aufgepasst. Scheiße. Verdammte Säulen noch immer, ja? Was soll das? Können die keinen Raum bauen, ohne irgendwelche Säulen hinzustellen? Das sind ja nicht mal tragende Säulen. Das hat nicht mal ein Dach, das Mistding. Oder? Doch, ich glaube schon. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Los, komm hoch. Yeah! Los, komm hoch. Bam. Cool. Los, komm, einmal noch. Ich denke mal, nach dem nächsten ist er weg. Nach dem nächsten passenden Angriff. Das war kein passender Angriff. Das war kein richtiger Angriff, kein richtig guter. Das war einfach nur ein Angriff. Bam, das ist ein richtiger Angriff. Eine richtige Angriffsserie. Ah, nee, hat nicht gereicht. Habe ich mich verschätzt.
Aber woher soll ich das auch wissen? Ich kann ja nur schätzen. Und raten. Ja. Komm schon her. Ah. Ah. Nein, jetzt heilen wir erstmal. Mann, 23 Wut aktiv steht da gerade. Oh, cool. Das ist cool. Da hätte ich natürlich mit dem Heilen auch warten können, um absichtlich den höheren Schaden zu bekommen. Das ist gar nicht doof, dass das da steht. Das ist sogar sehr nett vom Spieldesign durchaus fair und clever. So, das war's aber. Da leuchtet die Tür. Gut. Okay, Zilla. Ich komme. Ach nee, Flüsterin, ich komme. Haha. Flüsterin, ich komme. Da läuft sie doch lang, oder? Ja, da ist sie. Look, it's nothing personal. I just... I don't have a choice here. I never meant for it to happen like this, sister. I always believed my time would come. That I, Sing, would replace Enra and rule the Shadow Realm. Eon after eon, I watched Hoji carry his potions to your door. To help you sleep a while, to revive yourself, and so the rain of your tears would not overwhelm us. But Hoji fell into disgrace, and when Enra bade me deliver the chalice in his stead, Hoji offered me the chance to lay Enra low. A chance I had long awaited. But Hoji too betrayed me. My ambition exceeded my sense. I offered you Hoji's foulest invention with the false smile of a serpent. He said you would sleep longer, not forever. And without your tears, our world began to dry. Which lured Enra to the temple, just as we'd planned. That holy ground was desecrated by my armor. I care not. I would have defeated him had it not been for Mezu, the loyal dog protecting its master to the end. Finished. But Hoji's could not be undone. In his madness, he would see our world die. And have you sleep forevermore. Hoji exploited my lust for power. For this, I can blame no one but myself. And now Enra offers me a way to get rid of these memories. A shameful solution for a warrior. But it will help restore you. And that is all that matters. Ist seine Schwester die erste Flüsterin? Oh, meine Güte. So viele Fragen. Und ich weiß selber nie Antworten darauf. Aber jetzt will ich das Spiel auch noch durchspielen. Jetzt mache ich es auch noch. Ich sitze hier schon seit 2 Stunden oder länger. Ist mir jetzt auch egal. Komm weiter.